So, meine lieben Leute, und weiter geht es mit Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ich hoffe, ich kriege das echt noch mit dem Adrenalin-Move gebacken. Ansonsten sieht's in einem gewissen Teil diesen Levels echt schlecht aus, würde ich mal sagen. Aber erstmal müssen wir uns hier um die blöden Wölfe kümmern. Das verlorene Tal. Auf dieser wunderschönen Konstruktion. Ich meinte übrigens jetzt das dahinter, also die Zahnräder. Da müssen wir dann natürlich drauf. Ich meinte nicht Lara. Müssen wir natürlich draufklettern und naja, egal. Erstmal die Wölfe, glaube ich, kommen hier. Erledigen. Ja klar. Genau, hier sind drei Zahnräder, die müssen wir alle einsammeln. Weil diese Zahnräder gehören da auf diese... Ja, immer wenn ich sage auf diese Konstruktion, dann stellt sie sich dahin und jetzt weiß man nicht, welche Konstruktion da... Also guckt jetzt mal nach rechts, da oben. 1, 2, 3, 3 Zahnräder, 3 Konstruktionen. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall müssen wir dahin. So, aber natürlich... sind die Zahnräder hier schön wild verstreut. So dass wir natürlich erstmal eine Menge Kletterei vor uns haben, bevor wir überhaupt... Hey. What? Achso, okay. Jetzt sehe ich es erst. Na komm, kletter ein bisschen schneller. So. Es ist echt gut, dass man sich hier noch dran erinnert, wie das war, aber es ist lange her. Ne, die Brücke können wir jetzt nicht runter machen. Es kommt, glaube ich, erst später. So, gut. War hier noch was? Wir müssen auf jeden Fall uns jetzt... naja, genau. Den Weg zum zweiten Zahnradbann durchkämpfen. So. Ach, diese wundervolle Akrobatik. Die habe ich echt im Tomb Raider Legend sehr vermisst, muss ich sagen, damals. Noch mal diese Seilschwingen. Und das... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was hat mir das jetzt gebracht? Ah, sehr gut. Ich dachte schon, ich knall da mit der Rübe gegen die Wand. Ich weiß meine alles nicht so genau. Sehr schön, zweites da. Und kommt. Und wo das dritte Zahnrad ist, das mag ich gar nicht so laut sagen. Aber ich fürchte, das ist da... bei... na okay. Bei diesem verdammten Viech. Hier können wir uns auch schön ins Wasser schmeißen, damit wir schneller... nach unten kommen. Das Wasser ist selbst für 2007 beschissen animiert, aber darum geht es ja hier nicht. Hier war, glaube ich, ein Medipack, soweit ich mich noch daran erinnern kann. So, kann die nun schneller schwimmen oder nicht? Oder was nun Geheimnis? Na gut, ein kleines mehr, so viel Aufwand für ein kleines Minipack. Gut. Bin ich wieder verloren. Na komm, mach hin, wir wollen ja ganz schnell beim Dinosaurier versagen.
Noch drei Wölfe, mein Gott. Das ist genau doch die Steuerung hier. Die Steuerung ist hier bei Anniversary echt genauso bescheiden wie in jedem anderen Tomb Raider Teil. Muss man echt sagen. Na gut, weiter geht's. So, diese Zahnräder sind nämlich genau hier zum Einsetzen gedacht. Und jetzt erst funktioniert der Mechanismus. Wobei, wenn ihr euch mal überlegt, damals in Peru vor Christus, da irgendwann hatten die schon sowas Wundervolles gebaut. Ich meine, dann müsste ja heute die Menschheit schon mit Lichtgeschwindigkeit sich durch den Weltraum bewegen. Hehe, schöne Musik. Ach, das war hier mit ihr. Oh Gott. Na, oh, Schwein gehabt. Viel länger hätte ich da nicht warten dürfen. So. Hier ist das Rätsels zweiter Teil. Genau, nun kommen wir. Da ist jetzt das dritte Zahnrad, das haben wir aber noch nicht. Das hat der versiffte Dinosaurier geschluckt. Deswegen müssen wir jetzt dahin. Da freue ich mich nämlich gar nicht drauf. Das ist eine dieser Stellen, wo ich immer früher verzweifelt bin. Und jetzt verzweifle ich auch, weil ich anscheinend wirklich diesen Adrenalin-Move einfach nicht kann. Konnte ich damals nicht, kann ich jetzt nicht. Und wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Na gut. Oh mein Gott. War ich nicht irgendwo ein Bär oder so versteckt? Ich meine, nicht versteckt, aber da irgendwo am Rumlungern. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, Leute. Ich muss doch nicht darüber schwingen, oder? Okay. Na doch, das, ich glaube doch, das klappt. Sie kann sich tatsächlich weiter schwingen, als ich dachte. Ich dachte, die kann nur so ein bisschen. Na, Gott sei Dank. Brauchen wir nachher zumindest nicht da irgendwo rumzugeistern unten. Ach Gott, wie freue ich mich schon auf diesen Dinosaurier. Oh ja, ein Bär, ich wusste es. Könnte ich ja nicht den Adrenalin-Move üben, den ich sowieso nicht kann. Man muss erstmal ein paar Mal auf ihn schießen, ne, auf das versuchte Viech, ja. Kann da echt nicht, Leute. Ich glaube, beim Dinosaurier hatte man noch ein bisschen mehr Zeit, um diesen Adrenalin-Moves auszuführen. So, ich schnappe jetzt mal ein Medipack, denn das geht so nicht weiter. Genau. Jetzt fange ich schon an mit... genau. Und das wollen wir ja nicht, dass die arme Lara an Herzinfarkte leidet. Deswegen halten wir sie mal schön heile. Diese etwas leicht kranke Konstruktion. Muss ich jetzt da drauf oder da drauf oder was muss ich? Hey, was? Nee, da wohl nicht. Okay. Reicht das von hier? Okay, mal lieber nach oben. Also ich sag mal, in Wirklichkeit kriegt das kein Mensch hin, auf so einem Teil drauf zu springen und dort stehen zu bleiben. Toll. Niemals. Aber Tomb Raider und Realismus sind zwei Dinge, die sich leider nicht vertragen. Oder zum Glück. Dann habe ich jetzt hier 20 Kilo Schrottmunition. Schrott meine ich nicht Schrott. Ich sage auch immer aus Versehen Schrottflinte, nicht Schrotflinte. Dann denkt man, das ist eine Flinte für einen Schrott, aber naja. Wundervoll.
Na, nimm das doch bitte. Hör auf zu zicken hier. Oh Gott. Achso, die will das nicht mehr nehmen. Okay, okay, dann nimm es nämlich nicht. Oh, nerv nicht. Wo war hier diese verdammte Schrotflinte, genau. Wo war sie? Das sieht ihr gar nicht, ne? Okay. Ah, schön ein großes Medipack. Naja, ich muss jetzt auch unbedingt hin. Da muss da unbedingt eine verkackte Fledermaus sein, echt. Na komm jetzt. Oh ne, es wird schon grün hier. Ich kotze gleich. Aufs Gras. Oh Mann. Ja, betet Leute, dass es klappt. Ja, pff, was? Oh nein. Ah, dieses wunderschöne Tal hier. Oh Mann. Dann schieß doch bitte auf die Dinosaurier, aber nicht woanders, wenn es geht. Und auch diese